Ja, also wichtig, wenn man schon am Warten ist, dann immer, bevor man die Hose wieder anzieht, noch ein Stückchen weitergehen und gucken, ob man nicht gleich sofort nochmal warten muss. Das kommt relativ häufig vor und ist hier auch wieder der Fall. Also ich kann mir morgen früh quasi gleich schon mal das Anziehen meiner Hose sparen und als erste Amtshandlung dann nach dem Ausrüstung zusammenpacken, erstmal da durch, dann auch wieder. Naja gut, das gibt frische Füße morgens. Was ich aber nicht so mag, weil bis die dann trocken sind und dann muss man wieder in die Stiefel rein und so weiter und so fort. Also das ist dann gar nicht so angenehm. Aber okay, das ist halt der Job. So muss das halt eben laufen, wenn man hier weiterkommen möchte. Und ganz ehrlich, lieber mache ich das ganz morgens, ganz früh am Tag, als irgendwo mittendrin. Noch praktischer war es halt jetzt gerade so wie jetzt, abends. Und ich habe jetzt aber auch ein Zeltplätzchen gefunden. Und zwar gerade hier vorne direkt am Fluss. Da sieht es ganz gemütlich aus. Das ist jetzt nicht der Nonplusultra-Platz, aber der ist ganz in Ordnung. Ich bin auch wahrscheinlich nicht der Erste, der sich hier entsprechend ausbreitet. Ja, ich denke, ich werde das Zelt hier quer hinstellen. Dass also das, was ich hier jetzt gerade quasi so zeige, mein Schlafplatz ist. Und die Apsis kommt dann auch da, also in die Richtung, so irgendwie. Okay, dann haben wir das auch geklärt. Also es hat schon so seine Nachteile, wenn man früh im Jahr unterwegs ist. Kann ich da noch raussuchen? Nein, kann ich nicht, dann müsste ich mich so groß ertragen. Zum Beispiel eben jetzt diese ganze Flussquererei, insgesamt erhöhte Anteil an matschigen Stellen, an Wasserlöchern, und man braucht wirklich, wirklich wasserdichte Schuhe, sonst kommt man überhaupt nicht vorwärts oder geht gleich barfuß, und das ist ja bekanntlich tödlich. Müssen ja auch stabile Schuhe sein. Der Knöchel muss bei dem Gewicht, was ich mit mir rumschleppe, auf jeden Fall stabilisiert werden. Da gibt es keine Alternative zu. Und ja. Aber der Vorteil, man kann am Fluss, an sogar einen überschwemmten Fluss, übernachten, direkt am Wasser, ohne Mücken. Denn noch keine einzige Mücke ist aufgekreuzt, und die kann sogar ohne Hose rumlaufen, und es sticht mich nichts, und kurzärmlich, und es sticht mich trotzdem nichts. Also, das ist was wert. Damit rechnet man in Schweden eigentlich nicht, dass das geht. Ja, das wollte ich nur kurz loswerden. Ich habe übrigens einen noch besseren Zeltplatz gefunden. Da werde ich mich jetzt auch gleich häuslich einrichten. Ich werde jetzt noch gerade 2, 3 Minuten in der Sonne rumhocken und nichts tun. So, inzwischen gibt es zwei Neuigkeiten. Erstens, der Mensch auf der anderen Seite vom Fluss in dem Windschutzschelter hat wohl scheinbar beschlossen, dass er heute noch weiterlaufen will. Der ist jetzt auch gerade umgezogen, beziehungsweise ist wohl gerade dabei, auch die Brücke zu überqueren, wenn er es nicht schon gemacht hat. Ich will ihm jetzt nicht nachspionieren. Nachher sieht das komisch aus, wenn wir beide keine Hose anhaben. Das heißt, jetzt hätte ich doch in das verdammte Shelter können. Wäre im Prinzip ja auch egal, weil ich muss ja morgen eh nochmal die Wasserquerungsausrüstung anziehen. Jetzt bin ich gerade am Überlegen, schleppe ich jetzt allen Scheiß nochmal rüber zu dem Shelter oder baue ich mir halt hier in Gottes Namen mein Zelt auf? Wetter sieht ganz in Ordnung aus. Also ich werde dieses Shelter nicht unbedingt brauchen. Ich habe ja ein vernünftiges Zelt. Und deswegen lautet die Entscheidung, ich bleibe hier und baue hier mein Zelt auf. Außerdem gibt es hier eine Feuerstelle. Dann kann ich mir nachher noch ein kleines Feuerchen machen. Ja, und noch ein paar Sätze zu Wasser habe ich jetzt hier aus dem großen Fluss. Normalerweise soll man ja kein Wasser aus großen Flüssen trinken. Die Chance, dass die irgendwo lang fließen, wo irgendwas im Wasser gelandet ist, das nicht gesund ist, ist einfach zu hoch. Jetzt sind wir in Schweden. In Schweden hat Wasser generell eine großartige Qualität. Allerdings bei so großen Flüssen wäre ich trotzdem vorsichtig. Jetzt hat man eine Karte dabei und kann auf der Karte nachgucken, wo der Fluss denn herkommt, und stellt fest, ja, zumindest mal nicht aus der Zivilisation. Und damit kann man dann zumindest mal so sicher sein, dass man das Wasser dann trinken kann, wenn man es abgekocht hat oder gefiltert. Ich schraube mir jetzt mein Säuer drauf und dann gibt es erstmal einen großen Schluck Wasser. Dafür brauche ich beide Hände. Also ich wollte das nur noch mal erklären. Also man kann schon aus einem wirklich großen Fluss wie dem Enan trinken, solange man halt sich noch am mehr oder weniger Oberlauf befindet. Jo. Aber dann halt eben mit Filter.
was sich hier verhuddelt hat, ist so eine zusätzliche Strippe, die unterm Zelt verläuft. Die soll wohl in irgendeiner Form den Zeltboden zusätzlich stabilisieren, gerade machen. Ich weiß es nicht genau. Schon beim Verkauf des Zelts sind mir diese seltsamen Schnüre aufgefallen und der Verkäufer hat mir auch nicht genau sagen können, wozu die unbedingt notwendig sind und wozu man die braucht. Er selber hat ein ähnliches Zelt und hat sie da auch abmontiert und demzufolge habe ich mich entschlossen, sie auch abzumontieren und bisher habe ich sie nicht vermisst. Ich weiß also wirklich nicht, wozu diese Strippen gut sein sollen. Außer, dass ich da gerne mal irgendeine andere wichtige Strippe dann dran verfängt. Des Abends im Zelt habe ich dann noch ein bisschen was erzählt, insbesondere dann noch mal so ein bisschen detaillierter die Anreise und was da noch so passiert ist unterwegs. Und da das nicht so wichtig ist, mache ich aus solchen Laber-Episoden dann immer eine kleine Sonderfolge und die wird dann separat hochgeladen. Wird dann wahrscheinlich die nächste Folge auch entsprechend sein. Dafür ist die dann etwas länger. So, und für diejenigen, die einen schönen Zeltplatz suchen, werde ich immer diese Kartenskizzen hier einblenden. Das ist OpenStreetMaps. Ist natürlich mitten in der Pampa jetzt nicht so wirklich detailliert, aber auf jeden Fall solltet ihr hier erkennen können, wenn ihr zur entsprechenden Brücke über den Enan kommt, wo mein Zeltplatz gewesen ist. Auf der anderen Seite kann man eben dieses entsprechende Windschutzschelter sehen und das wird es jetzt für jeden Übernachtungsplatz geben, so eine Skizze, sofern man überhaupt irgendwas drauf erkennen kann. Guten Morgen! Also, das da drüben ist jetzt dieses tolle Shelter. Ist doch wirklich ein schickes Ding, ne? Nur aus der Nähe angucken können wir es jetzt nicht, ich will da nicht rüberschwimmen. So, heißer Hopsasa, ich glaube, ich habe damit auch schon die Wartungsstelle überwunden. Der Wasserstand ist zurückgegangen heute Nacht. Wäre fast schon nicht nötig gewesen. Also ich wäre schon mit den Stiefeln auch noch durchgekommen. Die sind ja bis oben hin wasserdicht. Ich habe halt heute Morgen nicht nochmal geguckt gehabt, ob es überhaupt noch notwendig ist, sich auf Wartezustand umzuziehen, aber naja, zu spät. Hinterher ist man immer schlauer, macht nichts. Die Erfrischung an den Füßen hat trotzdem gut getan heute Morgen. Dann habe ich immerhin jeden Tag frisch gewaschene Füße. Apropos waschen, ich werde mal irgendwann durchaus versuchen, einen Bach zu finden, in dem ich mich reintraue. Das gehört dann schon dazu. Das sollte man zumindest mal einmal während der Tour gemacht haben. Es ist zwar wirklich weit und breit niemand zu sehen, den ich vollstinken könnte. Und mir persönlich ist es dann egal, ist zu viel gesagt. Aber man kann das schon ertragen, wie ich finde. Hätte nämlich den Vorteil, wenn ich die gesamte Strecke mit einer Garnitur Klamotten irgendwie überlebe, dass ich dann noch nicht stinkende, und zwar wirklich gar nicht stinkende Klamotten für die Rückfahrt hätte. Und gerade im Flieger, wenn man das so eng aufeinander gepresst hockt, wäre das vielleicht nicht schlecht. Aber mal gucken. Mal gucken. Wenn ich den Badetag bei super schönem Wetter mache, dann kann ich auch meine unterste Klamottenschicht beim Baden gleich mitwaschen. Wenn auch ohne Seife, das hilft ja trotzdem. Ja, die trocknet dann quasi am Körper sehr, sehr, sehr schnell. Sind ja alles Funktionssachen. Und ja,
das wäre auf jeden Fall eine Option. Das sind nur gerade so ein paar Ideen, die mir aktuell kommen. Ich habe euch jetzt beim Lagerabbauen und beim Frühstücken und so weiter und so fort mal außen vor gelassen. Ich mache das ja jeden Tag. Ich muss also, bin also der Meinung, ich muss nicht gleich am allerersten, also am zweiten Tag, heute ist ja Tag 2, unbedingt jede Routineaktion gleich filmen, die eh dauernd stattfindet. Von daher, ja, gut. Dann werde ich jetzt natürlich meine Stiefel wieder anziehen. Vor allem meine Füße noch schön abtrocknen und alles. Das dauert ein bisschen. Und dann geht es richtig los. Dann wird losgelaufen. Es geht jetzt erstmal 6 Kilometer durchgehend bergauf. So ungefähr auf der Hälfte soll die erste dieser tollen Schutzhütten sein, die es hier gibt. Rasthütten, da kann man Pause machen. Da kann man in einem Notfall auch übernachten. Schauen wir mal. Da bin ich gespannt, wie die Hütte aussieht. Und bis dahin haben wir es dann, glaube ich, erstmal. Ach so, noch ein Blick in die Umgebung. Das ist hier so ein Birkenwäldchen. Ganz typisch fürs Tal, weil hier unten beim Fluss ist logischerweise ein Tal. Flüsse sind immer im Tal, ne? Ich erzähle dann übrigens irgendwann auch noch mal was zur Vegetation und zum Land und zur Landschaft und so ein paar naturkundliche Hintergrundinformationen gibt es auch noch. Hat aber alles Zeit, wie gesagt, ich bin ja erst ganz kurz hier und werde noch eine ganze Weile unterwegs sein.